Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen. Und einen wunderschönen guten Vormittag, Mittag, Abend, Schrägstrich, Nacht. Und für alle, die es noch werden möchten, irgendwie haben wir bei der Aufnahmesession heute ein Händchen dafür, wann... Für Monster. Wann das... Na, ja, voll den Faden verloren, wann aus dem Menü dann Gameplay-Material angezeigt wird. Aber egal, wie ihr aus dem Videotitel es sicher schon erkenntet habt, spielen wir die Monster AG. Das ist das nächste Spiel auf unserer Liste. Alles durchgescriptet, ist eh klar. Ja, ein Spiel mit der Monster AG, im Monster AG-Universum. Wir haben jetzt da uns zuerst ganz kurz... Es war nicht wirklich ein Intro, es war eigentlich eine Szene aus einem Film, nur ein bisschen neu vertont, angeschaut und wir sind draufgekommen, das sind wir. Also er ist der Sully und ich bin der Mike. Mike Krakowski! Monster AG hast du aber gesehen. Ich hätte gesagt, ich bin der Harry und er ist der Cookie. Du bist der Harry und ich bin der Cookie. Ist okay. Damit kann man leben. Und die Antwort lautet nein. Alter, wieso hast denn du die Klassiker nicht gesehen? Das ist ein Wahnsinn. Ich drücke jetzt auf neues Spiel und du kannst nichts dagegen tun. Wollte ich auch gar nie. Okay. Ist wieder ein Flohmarktspiel. Wieder, genau. Ich meine, das war in dem Video, das wir da schon mal hatten. Unsere große Chance. Wenn wir das schaffen, sind wir das beste Schreierzeuger, die das Monstropolis hier erlebt hat. Ich kann nicht glauben, dass wir von Waternoose persönlich zu Ausbildern der Monster AG Uni ernannt worden sind. Das kann ich nicht. Ich bin zu nervös. Und du machst aber auch eine Riesengeschichte daraus. Ich kann nicht denken. Ganz ruhig, Mikey. Du weißt doch, was an unserem ersten Tag an der Uni passierte. Bitte, erinnere mich nicht dran. Tja, okay. Aber ich möchte nicht nochmal so ein Chaos erleben. Wir haben ein ganzes Semester gebraucht, um das Wohnheim wieder aufzubauen. Du solltest mich doch nicht daran erinnern. Okay, du hast recht. Es ist keine große Sache. Es geht ja nur um die meistgeschätzte Firma von ganz Monstropolis. Kein Problem. Es ist ja nicht so, dass wir uns am Rande einer Schreikrise befinden oder so. Alles bestens. Also meinen ersten Tag in der Uni war ich nix, nur verwirrt. Richtig. Also ich weiß nicht mehr, ob ich... Oh nein, wir stehen nicht auf der Liste. Wir sind nicht auf der Liste, Sally. Wie kommt das nur? Wir haben doch alle Formulare ausgefüllt. Na gut, das war alles sehr verwirrend, aber naja, auweia, wie bringe ich das nur meiner Mutter bei? Das wird sie total umheilen. Nein, wir haben es. Das sind ja wirklich wir. Und Mike Götzkowski. Sie beide sind für diesen Trainingskurs angemeldet, weil sie das Talent dazu haben, ein Top-Schreck-Team zu werden. Während sie hier werden sind, werden sie damit beschäftigt sein, 15 Aufgaben zu lösen. Ja, so wird der Part heißen. Wenn sie sie alle erfolgreich lösen, bekommen sie Platz in der Schreckabteilung. Alles klar? Gut. Bitte begeben Sie sich zum Aufzug direkt hinter der Infothek. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an mich. Willkommen in der Monsterakademie. Wer sagt denn, dass ich das Schreck dann nicht mit S-H-R-E-K schreibe? So, mein Lieber, sind wir der Sully oder sind wir der Mike? So krass. Ich bin fast für Mike, ha? Geil. Nip. Gerne. Jawohl. Einführungstraining mit der Lehrerin, die scheinbar ein Schneck mit Gesicht ist. Das ist die Frau vom Java. Oh yeah. Danke, ich habe Alt-Träume. Alt-Steuerung entfernen Träume. Oh yeah. So. Ja, genau. Willkommen zum Monster Akademie. Ja, es ist richtig verdont. Hier lernst du alles, was dazu nötig ist, um Schreckmeister der Monster AG zu werden. Wir beginnen mit den Grundvoraussetzungen. Springen. Vor dir sind drei Hindernisse. Durch Drücken der X-Taste springst du über sie. Dann gehst du durch die Tür am Ende des Ganges. Viel ich Glück. Über den Fluss. Ich wollte gerade sagen, was ist da was auf der Fluss damit zu tun? Das ist genau wieder diese übliche Frage. Wer ist dieser Andi Arbeit und warum wollen alle immer irgendwas von dem? Diese Stimme kennt man aber. Ich weiß jetzt nicht woher, aber man kennt genau. sie. Genau, ne? Ich wollte das sagen. Das ist die ganz alte von den Golden Girls. Das ist die Ethel-Oma bei den Dinos. Okay. Das ist
die Originalstimme aus dem Film von ihr und noch bei ein paar wirklich auffüllende Sachen, die mir jetzt aber allerdings nicht einfallen. Aber das kennt man. Gut. Also Sprung mit X-Taste, wir können einen Doppelsprung machen. Viereck. Spielen wir Beyblade, Kreis, machen wir X. Machen wir X. Dreieck passiert das Interface. Das Interface. Das Extrem, das Extrem, genau. Jetzt kommen wir zum Doppelsprung und Hochziehgriff. Das wissen wir. Heute ist eine Plattform, die man mit einem normalen Sprung nicht erreichen kann. Das schaffen wir sogar. Ich meine, das sehen wir nicht besser. Und ich habe nochmal die Verpackung gecheckt. Wir haben da wieder das Jahr 2002. Die nächste Erhöhung ist auch für einen Doppelsprung zu hoch. Mach. Okay, also das Spiel nimmt dich komplett bei der Hand. Also genau das Gegenteil von Dark Souls. Ich sag das, die Musik hat Potenzial. Jetzt kommen wir zum Angreifen. Auch wenn wir Angriffe nicht sehr gerne sehen bei der Monster AG. Durch Drücken der Quadrattaste kannst du... Schaff mal. Also das Spiel... cool! Ich kann Rulli-Rulli machen. Also das macht wirklich Spaß. Wir machen Le Rollmops. Das machst du schon richtig gut. Um dir beim Training zu helfen, haben wir ein paar Sachen für dich, die du sammeln kannst. Dinge zum Sammeln sind zum Beispiel Kraft. Punkt. Ist das ein Leben? Das schaut irgendwie aus wie ein Chipsackel. Es ist ein Chipsackel. Das hier ist eine Extra-Chance-Marke. Wenn du sie aufhebst, bekommst du einen zweiten Versuch. Geh auf sie zu, um sie aufzuheben und begib dich dann durch die Tür am Ende des Ganges. Man will reisen nach Indien, ins ferne Indien an den Ganges. Erstaunlich. Das heißt, erstaunlich ist ja klar, dass ich das kann. Man sei mir nicht hab. Ja, wir haben... Jedes Monster hat seinen eigenen Angriffssprung. Um ihn zu aktivieren, Stil. Drückst du die X-Taste zum Springen. Und während du in der Luft bist, drückst du die Quadrattaste. Diese Bewegung kann der... Wir haben seit unserem Flohmarktfunde-Video damit nichts anderes tun, als genauer herauszufinden, wie diese drei Spiele funktionieren, natürlich. Mhm. Na, wobei, die Monster AG und Lilo und Stitch habe ich einmal kurz angerissen und zum Schauen, ob es ginge. Oh ja, das tun sie. Ja, das tun sie. Ich will nämlich irgendwie die ganzen Was alten Disney-Spiele haben. Monster-Slime, ein sehr wichtiger Teil deines Trainings. Oh ja. Yeah. Wenn du ihn sammelst, verstärkt er deine Schreckensanzeige. Oh ja. Yeah. Und dein Erschrecken wird dadurch wirkungsvoller. Oh yeah. Je mehr du davon sammelst, desto höher steigt deine Schreckensanzeige. Sammle all... Gut. Also Schleim ist geil. Klingt komisch, das so zu sagen. Blub, blub. Blub. Fantastisch! Danke! Okay. Vor dir ist ein Nervi, einer von vielen Kinderersatzrobotern auf der Schreckensinsel. Sie sind der allerwichtigste Teil deines Trainings. Um die Abschlussprüfung der Monsterakademie zu bestehen, musst du überall auf der Insel Nervis finden und erschrecken. Um das zu tun, geh nach... Ach so! Jetzt haben wir es gut gemacht. Doc, bist du auch ein Nervi? Ja. Ja, verdammt. Ja, verflucht. Ja, verdammt. Ist schon wurscht. Das Spiel hat auch was, finde ich.
Wenn du auf grüne, gelbe, orange musst du noch weitere Tastenkombinationen verwenden. Okay. Der Stitch ist trotzdem schneller. Hm? Ich bleibe dabei, der Stitch ist trotzdem schneller. Du machst deine Sache wirklich gut. Monsterschleim zu sammeln ist ein wichtiger Teil des Erschreckens. Das haben wir ja schon gehabt. Egal, das werden wir jetzt nicht da. Schau, ich erschrecke gerade. Nervi! Ja, die Reaktion habe ich auch schon ein paar Mal gehört, wenn ich mit meinen fetten Bizepsmuskeln gepostet habe, dass irgendwer erschreckt. Also gerade so da gestanden mit den Bizepsmuskeln. Bei dir muss ich sagen, hat man aber auch Angst, weil er hat wirklich Muskeln. Und jetzt pass gut auf, okay? Jeder Trainingskurs auf der Schreckensinsel kann mit dem Gewinnen von Bronze-, Silber- und Goldmedaillen abgeschlossen werden. Um eine Bronzemedaille zu gewinnen, musst du insgesamt 5 Nervis erschrecken. Du hast schon 2 Nervis erschreckt, also sammle noch mehr Monsterschleim und erschrecke damit die 3 restlichen Nervis. Wenn du die Bronzemedaille des Einführungstrainings gewonnen hast, geh weiter zum nächsten Raum. Bist du deppert, das ist ja... Wir sammeln zuerst einmal den ganzen Schleim und dann tun wir die Nervis erschrecken. Könnte doch ein Eisbecher sein, ne? Es ist Eisbecher. Ich bin heute wieder so ein bisschen in meiner üblichen Captain Obvious-Stimmung. Genau die Pose meine ich. Die macht er immer. Und ich habe Angst davor. Ja, ich habe auch Angst vor mir. Vor dir selbst? Ja. Der Schleim reicht nicht. Was hast du? Hey, wir können sogar... Oh, die Schultertasten haben wir gar nicht so wirklich. Wir können sogar die Kamera schwenken, indem wir... Jawohl. R2 und L2 drücken. Also die hat doch keine Angst. Ich verstehe es. Ich finde das so dumm und lustig. Da stimmt die Formulierung, wenn ich das mal, ich habe was im Auge. Ja, okay. Denn ich bin das Auge. Booyakasha! Herzlichen Glückwunsch! Du hast 5 Nervis erschreckt! Hey, du hast es geschafft! Ja, würde er meinen. Der glänzt was. Silber. Was sagt nur Zeit? 13:15. Okay. Moment. Momentos. Wo sind die Mentos? Unos Momentos. Wo sind die Mentos? Duos Momentos. Warte mal, ich bin verwirrt. Wo können wir hin? Ah, vielleicht da hin. Na, hier? Da hier oder da hinten? Achso, na da. Ich glaube, da geht's hinauf. Also hinaus. Du hast... Lustig. Du hast 5 Nervis erschreckt. Erschrecke weiterhin, Nervis. Um die Silbermedaille zu gewinnen, musst du 10 Monster-AG-Marken sammeln. Sammle alle 10 in diesem Raum, um die Silbermedaille zu gewinnen. Und geht. Da gibt es vermutlich noch Geld. Geh. Nur weil es Bronze und Silber gibt, heißt es nicht automatisch, dass es Le Gold gibt. Ja, das war mein größter Triumph in meiner Kindheit, dass ich beim Skirennen am Abschluss der Skischule... Mit der Schule? Nein, okay. Ohne Schule, Eltern. Okay. Habe ich auch, ja. Hab ich schon gehört davon. Sagt mir was. Dass ich zweimal während dem Rennen auf meine Pfeife geflogen bin und weinend abgeschwungen habe. Mich schlägt meinen Typen mit einem Auge! Und dann... Wieso hast du gesagt? Ja, genau. Und dann trotzdem eine Bronzemedaille gekriegt habe.
Weil es trotzdem noch schnell genug, weißt du? Ich habe jahrelang gedacht, ich war einfach gut. Aber dann werde ich irgendwann die blöde Geschichte, die mir meine Mutter dann erzählt hat, dass alle anderen Konkurrenten schon einen Tag früher heimgefahren sind. Also ich habe die Bronzemedaille gekriegt, ganz einfach, weil ich der Letzte war. Weil es nur noch drei Leute gegeben hat. Macht nichts. Du warst trotzdem da. Um die Goldmedaille zu gewinnen, musst du die restlichen drei Nervis in diesem Gebiet erschrecken, damit du insgesamt 8 Nervis pro Trainingskurs erschreckt hast. Das kann ein bisschen kompliziert werden. Diese drei Nervis sind rot und erfordern deshalb eine absolut aufgefüllte Schreckensanzeige. Sammle den Monsterschleim, der hier im Raum... Passt, mach mal. Ja, geht's hinaus. 15. Ja, genau. 30. Wird ein cooles, gemütlichstes Let's Shell. Schau, jetzt haben wir bald genügend Monster-Schleim. Für unsere gefundenen Games. Schleimst du auch im Moment um? Für unsere gefundenen Games. Für die gefundenen Games. Ist eher ein bisschen her, seit wir das letzte Mal hey, achso, das ist ein Nerv. Klassische PS1-Kost gemacht haben für... Ist schon her. Ist schon her. Wieder mal PlayStation 1 Sektor. Ach, was suchst du denn? Drücke die Erze. Achso, gut, da lernen wir es jetzt. Daher auch wieder mal netter, wieder mal was zu machen. Der Schleim reicht nicht, Alter. Aber jetzt. So, jetzt ist der Schleim voll. Und jetzt blären wir mal die Nerves. Ja, das ist eine Kombination drücken. Booyaka. Also ganz ehrlich, ich hätte auch Angst. Meine Turnkünste waren immer schon erschreckend. Warum? Ich bin ja der Klubschi. Ich bin der kleine Auger, der Augerte. Oder möchtest du das Klubschi sein? Nein, ich bin zufrieden mit meinem Pelz. Der Pelz. Ich muss sagen, es ist ein Kinderspiel, keine Frage. Aber dass ein jedes einzelne Schritt erklärt wird, ja, ist halt so. Wie kommst du darauf, dass es ein Kinderspiel ist? Internet. Da hab ich's, Internetrecherche. Da habe ich es gelesen, ja. Studien, die ich selbst erfunden habe, haben bewiesen, dass ich recht habe. Immer. Zuletzt dreimal gesagt, weil jetzt haben wir bei Bronze, Silber und Gold habe ich immer gewollt. Ich gratuliere, wir sind alle wirklich beeindruckt. Du hast das Monster-Einführungstraining erfolgreich abgeschlossen, was bedeutet, dass ich die Wette verloren habe. Eine Briefkästen sind überall auf der Insel verstanden. In den Briefkästen befinden sich wichtige Informationen und Tipps für dich. Um an die Informationen heranzukommen, stellst du dich einfach vor einen Briefkasten und drückst die Quadrat-Taste. Das ist quasi Sprechen. Viel Glück. Genau, um an die Informationen in einen Briefkasten heranzukommen, stellst du dich vor den Briefkasten und machst ihn auf. Ich gratuliere, wir sind alle wirklich wahr. Was heißt, dass ich die Wette verloren habe? Das finde ich lustig. Willst du sagen, du hast an meiner Sehkraft gezweifelt? Anscheinend hat sie das. Und wie fühlst du dich? Beschlemmt. Schon? Sollen wir daherkommen? Ja. Ausgezeichnete Arbeit, meine Herren. Und jetzt, um Ihren Fähigkeiten auf dem Weg zu Top-Schreierzeugern den letzten Schliff zu geben, werden wir die Dinge noch ein wenig schwieriger gestalten. Naja, wenigstens haben wir es bis hierher geschafft. Hey! Ihr erstes Ziel ist das Stadtgebiet. Keine Sorge, folgen Sie einfach diesem Weg hier und Sie kommen zurecht. Vergessen Sie nicht, dass wir bei der Monster AG davon überzeugt sind, dass unser größtes Kapital Sie, unsere Mitarbeiter, sind.
Der schaut so aus. Die Schleckensinsel. Mit der Kammer des Schleckens. Yeah. Das ist ein Kinderspiel. Entschuldigung. Ja gut, so, das war Let's Check OEDA von der Monster AG. Für die gefundenen Games in der PlayStation 1. Kurzes Statement deinerseits. Lilo und Stitch ist cool. Okay. Hatte viel Schönes, aber man lernt in dem Video schon sehr schön, wie man sich geschäftsmäßig verhält. Das schönste Kapital sind unsere Mitarbeiter, hat er ja gerade so schön gesagt. Mhm. Kann man sagen, ich nicht zugehört. Ja, genau. Die Mechaniken sind ganz nett. Ja. Mit dem Eisbecher sammeln. Ja. Mit dem Monsterschleim. Monster. Morgens, mittags, abends, ich will Monster. Das ist keine Werbung, die wir da betreiben. Das, nur, dass das klar ist. Ja, ich schließe mich dir an, wobei der Charme, du hast den Film so nicht gesehen, aber dass der Charme von der, ich weiß nicht, wie es heißt. Wie heißt es denn? Rosa von der Schnecken. Der ist im Film genauso. Und so mit kurzen Zwischenanlagen so, wir sind alle sehr stolz auf dich. Du hast es geschafft. Was bedeutet, dass ich die Wette verloren habe? Das finde ich lustig. Also wie gesagt, ist nicht schlecht. Bin ich froh, das Spiel habe ich auch, glaube ich, um 5 Euro geschossen oder so. Bin ich froh, dass ich das Spiel in meiner Sammlung habe. Monster, ich hoffe, die anderen Disney-Spiele für die PlayStation 1 kommen auch noch irgendwann mal hinzu. Unbedingt König der Löwen war geil. Gibt es jetzt da Remastered für die PS4, gemeinsam mit Aladdin, glaube ich. Aber Mecha 2 und dann Original für die PS1. Und ein Sackplanet. Genau, wenn ihr das auch habt, schreibt es, tut es in den Kuvert und schreibt es als Empfänger drauf, Rock. Punkt. Genau. Und aber nur ROK. Und schneidet eure Daumen ab und gebt ihn uns. Werft ihn uns zu. Das haben wir echt nicht besser. Ist kein Problem. Deshalb, wir möchten nun... Ich möchte aufhören und zur Schreckensinsel hinzukommen. Gut. Das war's. Geht's heim. Geht's schlafen. Macht was Gescheites. Macht was aus euch an Lehm. Und schaut uns nicht die ganze Zeit zu. Gibt's ja nicht. Guckt's ja fix nochmal. Ja, für uns ist schon spät. Grüß euch. Und Tüdelü. Traut den Scheiß.